Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Empires 3 mit dem Westen. Wir haben hier in diesem Part einiges vor und ihr seht es sicherlich. Viel ist rot hier auf dieser Map. Wir haben drei Angriffsschlachten vor uns. Einmal im Nordpazifik, dann eine in Indonesien, da wo wir schon einmal gescheitert sind. Dann einmal in Indien. Hatte und wir hatten glaube ich noch eine, ne? Das war's? Ich dachte, wir hätten mehr. Haben wir echt nur drei? Ja gut, okay. Vielleicht habe ich mich doch getäuscht. Okay, dann sind es halt nur drei. Da habe ich mich im letzten Part gewaltig geirrt wahrscheinlich. Aber es war ja auch schwer zu erkennen, weil nur Indien im letzten Part hier geblinkt hat. Aber mit diesem, mit diesen Angriffen sollten wir Koma ja ordentlich geschwächt haben. Dann hätte er wahrscheinlich nur noch den Kongo übrig, ja. Und Australien. Australien würde wahrscheinlich schwer zu verteidigen sein, weil hier sind drei eingebauten Stämme, eine Armee und eine Bürgerwehr. Sehr stark verteidigt. Ich würde sagen, wir fangen zuerst mit der langweiligsten Schlacht an, nämlich hier einen eingebauten Stamm hier im Nordpazifik. Dann machen wir diese hier und dann diese hier in Indonesien. By the way, wir brauchen drei Runden, um in die Zukunft zu gelangen. Danach können wir alle unsere Forschungsprovinzen umstellen auf Handel, Wirtschaft. Können dann noch mehr Einheiten bauen, als wir eigentlich bräuchten. Ich meine, wir haben jetzt hier insgesamt 5 Einheiten von insgesamt 12. Ich glaube, in der Zukunft wird es sogar noch mehr sein. Und irgendwie habe ich das mit den Handelsrouten, mit diesen Spionen bisher noch gar nicht benutzt als Westen. Braucht man eigentlich auch nicht, ne? Wichtig ist, dass man den Feind so früh wie es geht platt macht. Naja, gut, dann machen wir zuerst den Pazifik. So. Das ist echt blöd, weil ich habe mich jetzt eingestellt darauf, dass der Part ein bisschen länger wird. Aber wenn es so drei Angriffsschlachten sind, ja, dann ist es halt so. Wahrscheinlich ist Koma immer noch in der Antike, weil der hat ja nicht wirklich Forschungsprovinzen. Der ist ja völlig aufgeschmissen. Also gut, wir haben unsere Flotte hier. Du bist schrecklich! Was für eine schrecklich nützliche Idee! Juhu! Wir kommen! Und neue Sprüche. Ich bin begeistert. Oh nein! Bei dem Seegang wird meinem Tee schlecht! So, hier ist schon mal eine Insel. Ich bin in Topform. Es ist eine seltsame Form, das ist alles. Lohnt es sich, darauf zu gehen? Probieren wir es mal. Was für eine schrecklich nützliche Idee. Juhu, wir kommen! Ja. Was für ein kräftiger Klang. Die Einheiten backen wieder rum. Und meinen Kiel schmutzig machen? Oh nein! Bei dem Seegang wird meinem Tee schlecht. Wie kommt es, dass Fischerboote was für eine hier rauf können, aber keine Dampfschiffe? Juhu, wir kommen! Komme ich überhaupt hier rüber? Juhu, wir kommen! Na, hier ist Land, okay. Gut, jetzt bitte alle Mann an Land. An Land, an Land, hallo. Hier ist schon mal ein guter Ort für eine Base. Aber wir müssen irgendwie hier hochkommen. Verdammt, ich wollte mir was zum Trinken zurechtholen. Ah ja, hier habe ich was. Wasser. Was für eine schrecklich nützliche Idee. Wasser für eine schrecklich. Okay. Schmutzig machen? Ich hasse dieses Geschiebe. Dieses Geschiebe, ja, meinst du dieses Geschiebe hier durch die Bugs? Und meinen Kiel schmutzig machen? Landungstrupp bereit! Okay, also jetzt sind wir hier. Gewehrgrau, meine Lieblingsfarbe. Gut, sehr wenig Bauplatz. Aber damit müssen wir klarkommen. Ich baue die Stadt, sondern wir jetzt hier am Rand. Damit der Markt quasi besser zugänglich ist. Was für ein kräftiger Kerl.
Hallo! Gut. Und Kiel du kannst ja mal schauen, was hier drüben ist. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Flammenpanzer. Und hier sind Eingeborene. Die Huronen sind hier. Und sie sind uns neutral gesinnt. Das sollte doch eigentlich recht schnell gehen, oder? Verdammt. Nein. Jetzt habe ich keine Ressourcen mehr für... Oh Gott, was habe ich getan? Das ist nur ein bisschen, aber jetzt müssen wir... Oh Gott, das war blöd. Jetzt müssen wir hier ewig warten. Wisst ihr was? Ich mache einen Schnitt. Oder muss ich einen Schnitt machen? Wie wäre es? Folgende Idee. Holt euch doch mal eine Tasse Tee. Ich warte bis dahin, ja? Keine Sorge, ihr verpasst nichts. Holt euch mal einen Tee. Während ich hier warte, ja? Oder spult vor. Wir können ein bisschen die Map aufdecken. Was für ein kräftiger Kerl. Um uns ein bisschen abzulenken. Hey, der Preis ist heiß. So. Nein, wir unterdrücken hier niemanden. Nein, die Panzer stehen einfach nur so da. Irgendwas, das ich anzünden kann. Hier wird eingeheizt. Das sind Spaßkanonen. So, wollen wir ein Bündnis machen? Das Problem ist, wenn ich ein Bündnis mache, dann ist, glaube ich, die Schlacht vorbei und ich habe sie gar nicht assimiliert. Kann es sein? Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen. Achso, was wir machen könnten ist, genau, warte mal kurz. Ich glaube, diese Schlacht nutze ich, um meine Einheiten zu verbessern. Das würde aber auch bedeuten, dass ich jetzt noch länger warten muss. Ich glaube, in diesen sauren Apfel müssen wir jetzt leider beißen, aber ich, ja, auch wenn ich es nicht mag, wir müssen das, glaube ich, schon machen, weil dann haben wir schon einen Vorteil. Warte, was ist das hier? Achso, das sind hoffen wir, dass die mir über die Woche hinweg. Ich dachte gerade, das wären Wurfspeere. Ach man, jetzt habe ich voll die Wurfspeerphobie. Oh ja, gibt es was Schöneres? Feuer! Hey, heizen wir mal den Grill an. Oh, toll! Kann ich das anzünden? Nö. Ist das irgendwas, das ich anzünden kann? Ja, dieses Schiff hier, das hier gerade rumbackt. Ja. Wisst ihr was? Spult doch einfach mal vor. Ja, hier gibt's nichts zu sehen. Ihr verpasst nichts. Ich warte jetzt einfach nur, bis ich genug Rohstoff für den Markt habe. Oder bleibt dran, wenn euch langweiliges Entertainment gefällt. Ich bleib auch dran. Muss ich ja. Ich kann's ja auch nicht skippen. Wie gerne würde ich jetzt, so wie ihr, skippen können. Ja, einfach so. Vorspulen auf YouTube, wenn es langweilig wird. Warum gibt es sowas nicht in Real Life, ja? Das würde so vieles erleichtern. Sie sind sehr... Ja, man ist irgendwie im Wartezimmer, muss ein bisschen Zeit überbrücken. YouTube vorspulen, fertig, ja? Warum gibt es sowas nicht? Oh oh, Mitschiffs braut sich Ärger zusammen. Naja, gut. Andernfalls decken wir jetzt die Map auf. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil das ist eine recht große Provinz. Und große Provinzen sind anfällig gegenüber Angriffen. Auf diese Weise hätten wir vielleicht einen kleinen strategischen Vorteil, falls es uns irgendwie mal helfen sollte. Ja, wer weiß, ja. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. So, bald haben wir genug Vermögen, um uns einen Markt bauen zu können. Ne, also das ist kein Bier, hier, Wasser.
Ich wünschte, es wäre Bier. Weil ich könnte es jetzt gebrauchen. Gesichert und geladen. Mein Gewehr, meine. Kann man das Spieltempo nicht irgendwie erhöhen oder so? Das macht Spaß. Aber ein Golfwagen wäre mir trotzdem lieber. Ich bin ja so froh, dass die. Naja, erkunden wir mal unsere Insel. Gebaut sind. Ich weiß einfach, das gibt kein Happy End. Ich weiß einfach, das gibt kein Happy End. Das ist eine super tolle Idee. In dieser Jahreszeit macht Wandern Spaß. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? So, noch 28 Vermögen, dann können wir uns einen Markt bauen. Yay! Ach, das war dumm, was ich da gemacht habe. Das war einfach nur dumm. Ich dachte, ich könnte es jetzt schnell beenden, aber ich habe mich geirrt. Naja. Ist halt blöd gelaufen. Da muss ich wohl Überstunden schieben. So, jetzt bauen wir uns in Ruhe auf und erforschen alles Mögliche und dann beenden wir das Ganze. Ja, also das Ätzende ist halt nur noch das Ressourcengesammel. Aber das ist halt nur. Ist da ein Hotdog? Warum ist da ein Hotdog? Okay. Alles klar, Hotdog GmbH. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Wenn stehen bleibt, einfach Sound weg. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. So, Du bist schrecklich. Ja gut, jetzt müssen wir warten, bis wir wieder genug Vermögen haben. Wir können ja das Ganze jetzt hier gleich beschleunigen. Da haben wir zwei Bomber. Du siehst aus wie ein Kerl, der ein gutes Geschäft machen will. Oh Gott, zweimal. Ja, jetzt fahren sie durch sich selbst durch. Sound weg. Das hört sich an wie so ein Rasenmäher. Wer hat den Rasenmäher angemacht? Kann den mal jemand ausschalten? Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Nach dem Let's Play muss ich in die Klapse. Habe ich so ein Trauma. Dann bin ich so mit Zwangsjacke. Ich habe Empires 3, alle drei Fraktionen gespielt. Und dann so der Psychologe. So, hier ist, das ist Herr Kevin Janka. Er hat alle drei Fraktionen in Empires 3 durchgespielt. Warum dauert dieses Spiel so lange? Warum dauert es ewig, bis ich meine Beiz aufbauen kann? So sitze ich dann da in der Gummizelle, ja? Wenn es so weitergeht. Dann noch solche Fahrzeuge, die so machen. Diese Sprüche mit Penis und Schwanz und Stock und Speerspitzen. Ja. Oder ich stelle mir gerade so dieses Meme vor. Willkommen beim salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Ich habe Empires 3 gespielt. Ja, na und? Und zwar alle drei Fraktionen. Bitte, tut mir leid, dass sie warten mussten. Was habe ich mir dabei gedacht? Wem will ich was beweisen? Warum spiele ich dieses Spiel überhaupt noch? Wie alt bin ich? Mittlerweile bin ich, glaube ich, 10.000 Jahre alt, ja. Man wird hier sehr alt, wenn man dieses Spiel spielt, ja. Also, zu alt. Weil man eben die ganze Zeit warten muss. Da wächst einen so ein Bart nach einer gewissen Zeit. So einen Bart hat man, wenn man seine Base aufgebaut hat, ja.
Mein Bart ist mittlerweile so lang, der ist wie so ein alter Zen-Meister, ja, der nie seinen Bart schneidet. Und der den immer so um seinen Rücken oder so rumschleift, ja. Keine Ahnung, der würde mir von hier bis zu dieser Ecke darüber gehen, ja, so. Nein, ich trage sie nicht in einem so Holster. So lang ist der jetzt. So alt bin ich jetzt gefühlt. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Aber hey, wie seht euch die Map an? Wir haben fast alles aufgedeckt. Sehen wir es doch mal positiv. Hey, je länger wir dieses Spiel spielen, desto mehr haben wir einen Vorteil. Und warum kostet ein Flughafen 1000 Rohstoffe von allem? Bauen wir erstmal eine Kaserne. Ich sag's doch, einen ehrlichen Geschäftsmann findet man heutzutage kaum noch. Können wir noch einen Dock bauen? Irgendwo. Ich glaube, ich brauche selber gleich einen Doktor. Terrortyp ist ungültig. Terrortyp ist ungültig. Warum kann ich hier keinen Dock bauen? Das ist hier eine scheiß Insel. Das ist eine scheiß Insel. Und ich kann hier keinen Dock bauen, Alter. Was soll das? Hier kann ich nirgendwo einen Dock bauen oder was? Oder vielleicht habe ich, weil ich keine Rohstoffe habe. Nee, aber dann sollte mir das ja gar nicht zum Bauen vorgeschlagen werden, ne? Warum kann ich hier keinen Dock bauen? Ja, das ist auch super. Hier ist eine Insel, ne? Und ich kann hier keinen Dock drauf bauen. Was ist das? Und wenn ich keine Schiffe mehr habe, was mache ich dann? Terrortyp ist ungültig. Jetzt mal in Ernst, habt ihr dieses Spiel eigentlich getestet? Nein. Bin ich der, der das Spiel für euch testen muss? Unbezahlt? Fast 20 Jahre nach Release? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Okay, in der Kaserne können wir schon mal nichts bauen. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft. Oder verbessern. Hier können wir was verbessern. Über Stunden schieben. 88 mm Geschütz. Und hier die Supergranate. 1000 Vermögen. Oh Gott. Okay, hier sind drei Rasenmäher. Jetzt am Laufen. Bin ich es auch. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Wieso kann ich hier keinen Dock bauen, ey? Ich fühle mich voll gemobbt hier, dieses Spiel. Ey. Werkstatt, das ist eine Werkstatt. Fabrik, da müssen wir, glaube ich, Panzer bauen können. Sie sind sehr... Genau. Sehr schwere gut. Panzer Mark IV erforschen. Machen wir erstmal die Supergranate. Inwiefern bin ich ein... komischer Kerl. Und einen Luftwaffenstützpunkt könnte man bei Gelegenheit auch noch machen, wenn wir einen Bauplatz finden. Wahrscheinlich hier vielleicht. Sie sind sehr, sehr. So, was sehr ist hier? Gut. Ein goldenes Götzenbild. Ah ja. Sie sind sehr, sehr. By the way, hier ist so ein Flakgeschütz. Falls wir es brauchen. Was nie der Fall sein wird, denn der Feind, der wird nie über uns stehen oder gleich uns stehen. Ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Dort schlage ich auf mein Vermessungshonorar drauf. Komm schon, gib mir die Supergranate. Das ist eine Heldeneinheit. Robuster LKW mit Heldenruf. Die mehrere Raketen abfeuert. Diese Raketen richten über ein kleines Gebiet hinweg Schaden an und haben eine Blendgranatenwirkung, die in der Nähe befindliche Feinde in Panik versetzt und in die Flucht schlägt. Der LKW kann auch eine taktische Atombombe abfeuern, damit gewaltigen Schaden anrichten und ein Gebiet verstrahlen. Helden können nicht bekehrt werden. By the way, ich habe übrigens so eine leichte Ahnung, also ich habe irgendwie mitbekommen, dass das Spiel ab 18 ist, weil man in diesem Spiel Atombomben benutzen kann. Aber konnte man das nicht auch in Empire Earth 2 und 1? Warum ist dieses Spiel dann ab 18? Wahrscheinlich, weil es sich irgendwie an den Gesetzen was geändert hat, ja, dass Atombomben irgendwie Verherrlichung von Gewalt sind. Und weil man das nicht will, hat man gesagt, so, alle Spiele mit Atombomben sind ab 18. Warum auch immer, ja.
Ach, Mann. Ach ja, übrigens, wir können keine Wurfspeere mehr bauen. Wir können keine Wurfspeere mehr bauen. Ja! Ach, schön. Spezialtruppen für den Straßenkampf. Okay, ich baue jetzt mal 5 Spezialtruppen für den Straßenkampf. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Hey, ich reiß mein linkes Rad ab, wenn ich so, nicht hier Wahrheit sage. Erhöht die Sammelrate. Kostet Rohstoffe. Interessant. Das ist natürlich gut, sowas. Ah. Warte, wieso kriegen wir jetzt hier Technologiepunkte? Aktueller Vorrat an Technologiepunkten. Heuern Sie durch Füllen der Arbeitsplätze in Ihrem Stadtzentrum gelehrt haben, um mehr Technologie zu sammeln. Was bringt das? Bringt es uns hier was? Nee, das kann nicht sein. Ja gut, Technologiepunkte bringen anscheinend nicht viel, ne? Ja gut, sowas braucht man im Singleplayer, um aufzusteigen, ja? Also wenn man jetzt nicht Welteroberungszug spielt, ja, da braucht man das, um hier aufzusteigen. Aber sonst brauchen wir diese Punkte doch gar nicht. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Dann schmeiß mal dieses Spiel weg. So, schwerer Panzer Mark IV erforschen. Dann können wir nicht nur Flammenpanzer bauen, sondern schwere Panzer Mark IV. Geil. So, bam. Was haben wir hier? Haubitzen. 88mm Geschütze und Supergranaten. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? So, dann können wir jetzt noch schauen, ob wir ob wir noch einen Luftwaffenstützpunkt irgendwo bauen können. Hey! Hey! Das macht Spaß! Aber ein Golfwagen wäre mir trotzdem lieber. In dieser Jahreszeit macht Wandern Spaß. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Ja, sorry, dass ihr so lange warten müsst. Aber wie gesagt, wenn es euch nicht interessiert, ihr könnt ja vorspulen. Im Prinzip bereiten wir uns nur auf alle andere, also auf weitere Schlachten vor. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich habe da noch nicht einmal alle Arbeitsplätze besetzt. Na gut. Scheiße, ich wollte ja sparen für. Ach Gott. Meine Dummheit, tut mir leid. Mich ärgert es immer noch, dass wir keinen Dock bauen können. Da, eine Insel, wo man keinen Dock bauen kann. Wo gibt's denn sowas? In Empire Earth 3 gibt's so viele Sachen, die ich noch nie in einem Strategiespiel erlebt habe, ja. Ich meine, eine Insel, wo man keinen Dock drauf bauen kann, habe ich noch nie erlebt. Ich kenne sowas nicht. Hier gibt's absolut keinen Bauplatz für einen Dock. Es ist unfassbar. Gewehrgrau. Ich habe schon so viele Strategiespiele gespielt, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Das macht Spaß, aber ein Golfwagen wäre mir trotzdem lieber. Und vor allem, warum ist diese Insel so lang gestreckt? Ich weiß, das ist doch nicht natürlich. Es gibt kein Happy End. Das ist eine super tolle Idee. Das macht Spaß, aber ein Golfwagen wäre mir trotzdem lieber. Ich bin ja so froh, dass diese Waffen ultra leicht gebaut sind. Naja gut, immerhin konnte man die Map ein bisschen aufdecken. Ich bin ja so froh, falls es uns was bringt. Ultra leicht gebaut. Spoiler, nein. Gesichert und geladen. Mein Gewehr, meine ich. Das ist eine super tolle Idee. Das macht Spaß, aber ein Golfwagen wäre mir trotzdem lieber.
Ich bin ja so froh, dass diese Waffen ultra leicht gebaut sind. Ja, das hat dein Kollege schon gesagt. Okay, gut, dann bauen wir jetzt hier. Sehr gut. Falls Platz vorhanden ist. Ey, willst du mich verarschen? Kann man überhaupt was auf dieser Insel bauen? Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine... Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja gut, scheinbar kann man hier keinen Luftwaffenstützpunkt bauen, obwohl hier eigentlich genug Platz ist. Und ich hier bereits zwei Gebäude drauf gebaut habe, hier in diesem Gebiet. Geht hier irgendwie kein Luftwaffenstützpunkt, warum auch immer. Ne? Also, ne. Shit happens. Hoffen wir, dass die mir über die Woche hinweg helfen. Ah, da sind die Tempelritter also. Fordere Unterstützung an. Hey. Die Tempelritter bewachen ein Götzenbild. Wo ist da die Logik? Oh. Ja, jetzt kommt Actionmusik, aber die wird nicht lange Besten 9 laufend. Beenden wir diese Farce. Okay, also der Nordpazifik gehört nun uns. Damit gehört uns die gesamte nördliche Hemisphäre. Okay, ich glaube, der Nordatlantik müssen wir auch noch erobern, aber egal. Wir kontrollieren 63% des Planeten. Weiter geht's mit Indien. In Indien haben wir ja eine Quest, das könnte recht interessant werden. Und am Ende machen wir dann in Indonesien die schwerste Schlacht. Ich meine, könnte interessant werden. Beide, hier sind noch Eingeborene im Stämme. Oh Gott. Und hier, okay, das gehört Gorbatschow. Okay, weiter geht's. Nächste Schlacht, Indien. Let's go. Quest. Hä? Der Feind hat seine Grenzen mit mächtigen Flakwaffen befestigt. Die Gelegenheit für eine Flucht- und Schreckenkampagne ist verstrichen. Ups. Der Feind konnte seine Luftverteidigungseinheiten in der Provinz Indien verstärken. Ja, okay, kann sein. Aber ich glaube, der Gegner hat eh keine Lufteinheiten, weil der eh zu blöd ist. Da muss ich wohl über Stunden schieben. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren. Wieso kann ich hier keinen. Achso, ich kontrolliere es nicht. Jetzt. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft. Ich dachte schon, jetzt will mich das Spiel komplett verarschen. Gibt es was Schöneres? Okay, hier ist schon mal Wasser, das heißt. Kann ich das anzünden? Nein. Oh, hier haben wir zwei Ressourcenfelder. Da drüben irgendwas, das ich anzünden kann. Nein. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Gut, dann machen wir direkt vor der Haustür des Stadtzentrums noch ein Lagerhaus. Und jetzt wird spannend, die Platzierung des Marktes. Oh Gott. What have I done? Ich glaube, ich habe mal wieder mein Stadtzentrum super schlecht platziert. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft. Weil jetzt muss der hier immer außen rumlaufen. Und das dauert natürlich ein bisschen länger. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Da drüben irgendwas, das ich anzünden kann. Nein. Hier wird eingeheimt. Warum habe ich hier eigentlich nur Panzer in dieser Armee? Gewehrgrau, meine Lieblingsfarbe. Sie sind sehr
Sehr. Warte, sind wir echt auf einer Insel? Kann es sein? Ich liebe den Geruch von Benzin. Ist Indien vielleicht eine Insel? Naja, war's mal vor Millionen von Jahren vielleicht. Kann ich das anzünden? Ist da irgendwas, das ich anzünden kann? Nein. Hey, heizen wir mal den Grill an. Hey, der Preis ist heiß. Okay, unbesetztes Gebiet. Aber das können wir hier gut verteidigen, diese Provinz hier. Hey, heizen wir mal den Grill an. Gewehrgrau. Meine Lieblingsfarbe. Hey, das ist eine super tolle Idee. Das ist eine super tolle Idee. Der Rasenmäher ist wieder an. Ah, der läuft einfach drüber. Der läuft einfach über unsere Arbeit drüber. Okay, kann man mal machen. So, oh nein, jetzt kommt da noch ein zweiter. Ich war vorher in der die armen Bauarbeiter. Die müssen schuften und werden von denen hier überfahren. Von diesen Rasenmähern. Ach, bei dem Lernen, da kannst du doch nicht arbeiten. Na, einfach überfahren. Bäm. Die armen Arbeiter. Die tun mir echt leid. Oh. Dort schlage ich auf mein Vermessungshonorar drauf. Achso, wir könnten ein paar Häuser bauen. Ganz vergessen. Hey, diese Straße ist mit gebrochenen Helden übersät. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Mein Cousin Vinny kümmert sich um die Buchhaltung. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. So, das bringt uns natürlich nichts, deswegen lasse ich das. Komm, holen wir uns jetzt den dritten. Den dritten Rasenmäher. Solange wir in dieser Epoche sind, sage ich Rasenmäher dazu. Bam. Ja, wir verkaufen quasi Rasen. Die mähen den Rasen für uns und geben ihn gleich ab. Und das Hotdog, das ist so ein Zeichen für Rasen. Warum auch immer ein Hotdog ein Zeichen für Rasen sein soll. Naja. Weil quasi das Fleisch kommt von der Kuh. Und was fressen Kühe? Gras? Keine Ahnung, vergesst das. Wo weiden Kühe? Auf Gras! Haha! Jetzt, das ergibt jetzt Sinn. Jetzt ergibt das alles Sinn. Bäm! Inwiefern bin ich ein komischer Kerl. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Na, das sind schon coole Häuser. Hier mit Terrasse, hier so ein Eingang, hier ist wahrscheinlich das Wohnzimmer, keine Ahnung. Hier ist die Garage mit den Autos, ne? Ja. So ein Dock bauen wir natürlich auch. Schau, hier können wir auf einmal Docks bauen, aber vorhin bei dieser Inselmap keine Docks. Ja, und hier konnte man sogar vier Dinge erforschen in der letzten Mission. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Hey, diese Straße ist mit gebrochenen Helden übersät. Da muss ich wohl Überstunden schieben. Wieso können wir keine Fischerboote bauen? Achso, ist es noch gar nicht fertig. Ach Gott, das Spiel, das ist nicht nur schädlich für die Psyche, sondern auch für die Intelligenz, ja. Oh. Ja, nach dem Let's Play bin ich um 50 IQ-Punkte dümmer. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft. Mindestens. Kann ich erstmal die Hausschuhe ausziehen? Für Schinken auf Schwarzbrot gehe ich überall hin.
So, wir müssen uns auf die Flut von Feinden vorbereiten. Muss ich wohl über Stunden schieben. Deswegen sichern wir mal unsere Halbinsel ab. Shampoos? Klasse, um Mädels aufzureißen. Können wir hier wieder ein bisschen rumglitschen, um die Map aufzudecken? Hier so ein bisschen, glaube ich. Ich Fische. Wünschte, die würden das alles zu betonieren. Ach, Gott sei Dank, ein anderer Sprecher. Die vorhin mit dem Fisch, Fisch, Fisch. Die hat mich so genervt. Komischer Kerl. Wenn wir einen Hai fangen, schneid die Flosse ab und schmeiß den Rest zurück. So eine Verschwendung. Das arme Tier. Hoffen wir, dass die mir über die Woche hinweg helfen. Die Einheit stuckt. Ah, jetzt nicht mehr. Ich liebe Robbenbabys. Ich könnte sie platt drücken vor Liebe. Oh, böse Sprüche. Die armen Wasser, Robben. Wasser, so ein Mist. Der schnellste Weg führt durch das Schutzgebiet der Seekühe. Nein. Perfekter Sturm. Nichts ist perfekt. Der schnellste Weg führt durch das Schutzgebiet der Seekühe. Ja, typischer CDU-Spruch. Ja, wir verlieren immer noch Öl. Gut, dass ich noch welches dabei hab. Ja, wir verlieren immer noch Öl. Gut, dass ich noch welches dabei hab. Ja, wir verlieren immer noch Öl. Gut, dass ich noch welches dabei hab. Ach. Ja, wir verlieren immer noch Öl. Gut, dass ich noch welches dabei hab. Ich will doch nur Fische ernten und jetzt muss ich mir irgendwelche dummen Sprüche anhören. Ja, wir verlieren immer noch Öl. Gut, dass ich noch welches dabei hab. Lass dich nicht ärgern, erstmal was trinken. Das Spiel, das will mich nur ärgern. Gute Fischgründe hier. Schau dir die vielen Delfine an. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Die armen Delfine. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Okay, unser erster Luftwaffenstützpunkt. Jetzt wird's gleich witzig. Ich dachte, du liebst mich nicht mehr. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft. Vielleicht sollten wir uns bei Gelegenheit ein weiteres Gebiet holen. Hey, diese Straße ist mit gebrochenen Helden übersät. Da muss ich wohl über Stunden schieben. Fertig bauen, bitte. Kolossalbomber. Ist alles so teuer, ne? Luftaufklärung 250. Das sollten wir uns mal holen, wenn wir wirklich gute Ressourcen haben. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Inwiefern bin okay, jetzt müssen wir sparen, dass wir 1000 Vermögen haben. Ey, das ist doch scheiße, das mit diesen Ressourcen, ey. Ich bin echt am Verzweifeln. Das Bauen ist so zäh. So fucking zäh. Wer kam auf diese grandiose Idee? Hey, wir machen mal so, dass die Gebäude scheiße teuer sind. Mann. Aber das ist, so habe ich das Let's Play auch erwartet. Warum Let's Play ich dieses Spiel eigentlich? Ja, ganz einfach, ich will diese Empire-Serie durchhaben. Und da gehören auch Scheißspiele dazu, ja. Leider. Und das ist das schlechteste Spiel von den Vieren. Ja.
Deswegen ist vielleicht die Qualität dieses Let's Plays vielleicht nicht die beste, okay? Okay, dafür kann ich nichts. Aber ich habe euch am Anfang im Prolog-Part habe ich euch schon gewarnt, dass das Let's Play recht langweilig werden könnte, ja? Also, seid jetzt nicht so enttäuscht, wenn jetzt mal nichts passiert. Weil mehr kann ich eben nicht machen. Ich muss jetzt halt warten, bis ich hier 1000 Vermögen habe. Es ist leider so, ja. Sie sind sehr gut. Mein Cousin Vinny kümmert sich um die Buchhaltung. Ich will nicht mehr. Aber ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme. Respekt an jeden, der es bis hierhin gesehen hat, das Let's Play. Aber wir bereiten uns noch auf die große Schlacht vor. Oh ja, gibt es was Schöneres? Wir können ja mal... Nee, wir schicken jetzt... Wir geben jetzt kein Vermögen aus. Erstmal muss ich Vermögen anhäufen, bevor ich es ausgeben kann. Das heißt, ich brauche jetzt mal einen Markt. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme. Ja, komm. Und der äußere. Ja, verbrenn mal schnell die CD dieses Spiels. So, da ja, da ist der Feind. Koma ist hier. Hey, diese Straße ist mit gebrochenen Helden übersät. Okay, wir müssen... Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen. Wir müssen uns die Frontlinie hier sichern. Gewehrgrau, meine Lieblingsfarbe. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Da muss ich wohl überstehen. Ja, ich glaube, das ist der einzige Zugang zu diesem Gebiet hier. Ich war vorher in der Abfall. So, einer von euch kann mal hier kann ich erstmal die Hausschuhe ausziehen? Einen weiteren Turm hinbauen. Da muss ich wohl über Stunden schieben. Na gut, einen Kosten vor. Je mehr Rohstoff wir reinkriegen, desto bequemer wird's für uns. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Da muss ich wohl über Stunden schieben. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Gut, wir können jetzt... Nein, ich warte noch. Erstmal hier das Lager ausbauen. Oh, scheiße, sehr viel. Oh Gott. Hoffen wir, dass die mir über die Woche hinweg helfen. Hier ist sehr viel Grün. Aber wir haben den technologischen Vorteil. Da seht ihr, das ist der Nachteil im Fernen Osten. Egal wie viel Einheit man reinschickt, sobald AOE im Spiel ist, hat man keine Chance. Ist da drüben irgendwas, das ich anzünden kann? Das ist das Problem an Fernen Osten. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Wir haben die jetzt locker abgewehrt. Da muss ich wohl über Stunden schieben. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Okay, machen wir mal eine Luftaufklärung und zwar hier. Mach mich nicht sauer! So, jetzt durchfliegt er das gesamte Gebiet. Oh ja, da hat er seine Base, okay. Ja, hat auch einiges hier. Aber das ist ziemlich geil, um sich ein bisschen, ja, die Mühe zu ersparen, hey, alles mir mal den Grill immer an. Mühselig aufdecken zu müssen. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Hey, heizen wir mal den Grill an. So, vorstoßen.
erobern wir gleich das nächste Gebiet. Ich habe das Gefühl, je weiter man voranschreitet, desto nerviger werden die Einheitensprüche. Ah. Das Spiel ist wie ein krampfhaft dazu zwingen, dass man es aufhört zu spielen. Da muss ich wohl Überstunden schieben. Ich bin ja so froh, dass diese Waffen ultraleicht gebaut sind. Das merkt man ja auch schon an den Abstürzen. Das ist kein Bug, das ist so gewollt, ja. Die Entwickler wollten, dass man das Spiel nicht so lange spielt. Ich war vorher in der Abfall- Ich meine, warum sollte man sonst solche dummen Einheitensprüche reinbringen? Und den Spieler damit nerven? Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Ich meine, man schmunzelt höchstens einmal drin und dann nervt es nur noch bis zum Ende des Spiels, ja? Da muss ich wohl über Stunden schieben. Oh yeah. Gibt es was Schöneres? Da muss ich wohl über Stunden schieben. Naja, wir nutzen jetzt mal diese Map hier, um wieder alles durchzuforschen. Weil wir haben jetzt hier, kriegen wir dort ordentlich viel mehr Vermögen rein als auf dieser scheiß Insel vorhin. Wo man keinen Dock bauen kann. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Gut, dann tun wir hier mal alles durchforschen. Auch die Schiffe. Auch wenn es ein bisschen dauert, aber dann haben wir es durch. Ja, wir müssen das sowieso machen, weil gerade wenn wir in die Zukunft wollen und wir die nicht erforscht haben, dann können wir die, glaube ich, nicht mehr bauen oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich besser alles hier durchforschen. Das ist ja alles permanent, die ganzen Forschungen hier. Ist das dein fucking Ernst? Wir haben hier einen klaren technologischen Vorteil und der greift uns mit Streitwagen, Bogenschützen an, während wir hier schon mit Flammenpanzer rumlaufen. Gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren. Sie sind sehr, sehr, sehr gut. Gewehrgrau, meine Lieblingsfarbe. Ja, die Musik ist nicht so geil, wenn man weiß, dass der Feind nicht so stark ist. So, der Dreadnought. Der sollte, glaube ich, das Linien... Oh Gott! Ein überdachtes Boot! Hilfe! Okay, er fährt vorbei. Puh, hab ich mich hier verjagt. Okay, also ich habe schon einiges gesehen in meinem Leben, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Muss ich dazu noch was sagen? Also ich habe auch schon Bundeswehrfahrzeuge gesehen, die in Kolonnen in den Straßen rumfahren. Aber so krass Kolonne fahren, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, okay. Ja. Ich sage jetzt mal nichts dazu. So, was ist hier? Kolossalbomber 1300. Riesiger Propell ergebener Bomber, der ihren Bomben einsetzt und Bombardierungen mit Geleitschutz größerer Stärke verleiht. Dann haben wir hier verbesserte Bomben erforschen. Scheint, glaube ich, auch permanent zu sein. Erhöht den GE in Klammer Gebietseffekt. Ah, danke für den Hinweis. Für alle Bomber. Warum steht da nicht gleich Gebietseffekt? Warum steht da GE? Als ob das so ein Begriff ist.
Angriffs-U-Boot. Warte, wir haben immer noch die Dampfregatte. Ist das ein Flugzeugträger? Nee. Warte, wo ist denn der? Ach, da ist der Dreadnought. Okay. Nun gut. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? Oh, da fehlt ja noch einer. Scheiße, warum hab ich da jetzt draufgeklickt? Ich hab doch schon so viel Rohstoffe. Warte, was ist das? Flugzeugträger, Alter. 1500. Boah. Wieso können wir immer noch eine Dampfregatte bauen, die mit dem Segel angetrieben wird, obwohl wir schon einen fucking Dreadnought bauen können? Irgendwie sind die Einheiten nicht so ganz auf einem Level, will ich behaupten, ja? Siehe Wurfspeerträger und Musketenschütze. Ja. What shall I do with my life? So, Flugzeugträger, die teuerste Verbesserung von denen, von allen bisher. So, hier können wir noch was forschen. Panzerabwehrhubschrauber. Das Geile ist, wir können hier später, ich glaube, das hier ist ein Atombomber. Mehrere Bomben, ja. Also wir können den Gegner einfach zerbomben. Wir müssen nicht effektiv angreifen, ja. Hier verbesserte Bomben. Ich weiß nicht, ob dieser Effekt permanent ist. Aber soweit ich weiß, sind alle Sachen, die hier oben stehen, permanent. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie es mit dem hier aussieht. Ich erforsche es mal. Wenn ich die Technologie der Nommel sehe, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich nicht Nommel forschen. Bei Gelegenheit, ja. So, jetzt forschen wir dann noch das da. Kostet 1000. Und dann haben wir alles durch. Dann seid ihr erlöst davor. Da können wir uns wieder auf das eine konzentrieren. So. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Gut. Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen. Dann sparen wir nochmal für das da. Ach, wieder so ein Angriff. Oh nein! Das Boot greift uns an. Was? Du willst uns angreifen? Okay, komm. I feel limp to the burning ring of fire. Down, 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 and the flames will higher, and it burns, burns, burns. Da muss ich wohl Überstunden schieben. Weg mit den Töten! Freiheit für die Marshmallows! Wir sollten diese Würstchen durchraten! Die Gas ist zerbrochen! Okay, ich würde sagen, Bombardement starten! Ach, das ist eine Atombombe. Sah mir jetzt nicht danach aus. Hey, heizen wir mal den Grill an. Ach, der wieder mit seinem Armbrust. Sie sind sehr gut. Bitte sagen wir, dass das die Politik der verbrannten Erde ist.
Okay, Zeit für... Ach, scheiße, geht nicht. Okay, Bombeneinsatz hier, bitteschön. Luftaufklärung hier drüben, bitte. Kumpel, pass einfach nur auf. Mal den Grill an. Der Grill ist bereits an. Na gut. Wie ist es eigentlich mit der Lautstärke? Hört man mich überhaupt? Ja, okay. Hey, der Preis ist heiß. So, Spezialtruppen für den Fernkampf. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Werkstatt. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Extra knusprig! Genug Flammenwitze! Wir greifen hier alle an! Das ist echt unmoralisch. Nein! Noch ein Witz und es hackt. Hey, der Preis ist heiß. Weg mit den Köten. Freiheit für die Marktverlauf. Ich weiß einfach, das gibt kein Happy End. Gebiet gesichert. Mittlerweile bin ich so alt von dem Spiel, dass alt eine neue Bedeutung bekommen hat. Mann, dieses MG ist gefährlich. So, ich markiere mir das jetzt mal. Wobei die Markierung eh wieder für den Arsch ist, wenn ich hier drauf drücke, ne? Nur zu. Tödliche Gewalt autorisiert. So, können wir hier ein Bombardement durchführen irgendwie? Wo es nötig ist. Alle Mann auf die Stationen! Stillhalten, ja? Gebiet gesichert. Ihr seid dran. Hey, heizen wir mal den Grill an. Mittlerweile haben wir so einen technologischen Vorteil, dass es langsam langweilig ist. Hey, das macht Spaß. Aber ein Golfwagen wäre mir trotzdem lieber. Oh Mann. Naja, aber das Gute an dem Flughafen ist, ihr seht es ja, die Map ist schnell aufgedeckt. Hey Kumpel, pass einfach nur auf. Nur zu. Feinde aufgewacht. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der Eulen. Situation normal. Sicher kein Problem. Okay, der schießt in die Richtung, aber die Patrone geht in diese Richtung. Okay, klar. Nur zu, ihr seid dran. Warum denn nicht? Hey, der Preis ist hier. Sicher und kontrollieren das Recht zu sterben. Kein Problem. Hey, der Preis ist heiß. Stillhalten, ja? Ich flotze hier durch wie ein Messer durch Butter! So, ich glaube, der hat die Map verlassen. Ja, er hat die Map verlassen. Ein kleines bisschen. By the way, hier sieht man wieder schön diesen Bug. Ja. Ach, Mann. Waffen abgefeuert. Wiederhole. Waffen abgefeuert. Nur zu. Sichern und laden. Tödliche Gewalt autorisieren. Oh yeah. Ey, die haben doch Aimbots. Die schießen in die Richtung und der Schuss geht dahin.
Oh Gott, ey, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ja, komm, deck mal hier noch auf. Hey, Kumpel, ey, die, einfach nur auf. Die Minimap ist so kaputt gerade. Situation normal. Hey, halten wir mal den Grill an. Nur zu. Hey, der Preis ist heiß. Mach mal dieses Turmschiff da weg. Situation normal. Kein Problem. Hier auch schön. Ne, also, wenn man schon so lange Texte schreibt, dann sollte man wenigstens das User-Interface ein bisschen erweitern. Ach, Mann. Ja gut, das ist ein deutsches, aber man muss es auch für andere Sprachen irgendwie beachten, ne? Wenn es schon ein Originalspiel Englisch ist, dann muss man schon damit denken, dass es auch Sprachen gibt, bei der die jetzt ein bisschen länger geschrieben ist, ja. Ach. Aber sowas, dass die Schrift übers UI hinausgeht, das sieht nicht schön aus. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren Situation unterwegs zum Ziel. Lass die Waffen fallen. Inwiefern bin ich ein komischer Kerl? So, dann können wir hier noch was machen. Hier ist noch was zum Aufdecken. Ja? Gibt es hier noch was zum Bombardieren? Aber das ist auch noch weg. Werde ich eine Lektion erteilen. Nur zu. Los, unser logistischer Einheit nähern uns dem Standort. Gehen zu Fuß weiter. Nähern uns dem Standort. Na komm, mach's noch mal. Hier, Bombeneinsatz. Alle Mann auf die Stationen! Die Masse kommt zum Ziel. Kein Problem. Hey, halten wir mal den Grill an. Vor allem, warum schießen diese Panzer komplett random irgendwo hin? Obwohl das Gebäude hier ist. Da, der schießt in diese Richtung. Das Gebäude steht hier. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Und das Gebäude kriegt wahrscheinlich auch deswegen Schaden. Obwohl er in diese Richtung hier ballert. Hey. Ne, also liebe Kinder, wenn ihr mal Spieleentwickler werden wollt, testet eure Spiele, weil sonst passiert sowas, ja? Liegt es an mir oder ist es heiß hier drin? Na gut, der Kostenvoranschlag ist nur eine. Da ist ein Seidenhändler, so ein ganz einsamer. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Bitte sagen Sie mir, dass das die Politik der verbrannten Erde ist. Ach, wir kommen hier nicht so richtig voran, weil hier so viele Gebäude rumstehen. Heizen wir mal den Grill an. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich ein Gebäude zerstöre, sehe ich wieder ein neues an der gleichen Stelle. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Mann, dieses MG ist gefährlich. Der Preis ist
da drüben irgendwas, das ich anzünden kann? Okay, nächstes Gebiet erobert. Na gut, ein Kostenvoranschlag ist nur eine grobe Schätzung. Oh yeah. Gibt es was Schöneres? Hier ist noch so ein kleiner schwarzer Fleck. Mach mich nicht sauer. Ich liebe den Kitzel des Kampfs. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren. Kann ich meinen Stift reinrufen? Wir sind Feuer und Flamme. So, jetzt hat er schon mal kein Gebiet mehr. Gebiet gesichert und unterwegs. Ich war vorher in der Abfallwirtschaft tätig. Da muss ich wohl über Stunden schießen. Ist da drüben irgendwas, das ich anzünden kann? Oh, ja, das freue ich mich gerade auch. Aber ich sehe gerade nichts mehr. Oh, die Minimap, die hat hier lauter solche weiße Striche, ne? Wo ist denn da noch was? Das ist unseres? Ich sehe nichts mehr. Na gut, dann einfach erkunden. Hey! Erkunden, können wir vielleicht irgendeine Flugeinheit bauen? Ah ja, sowas zum Beispiel. Gucken kannst du, aber anfassen nicht. Wieso fehlt hier der Erkundungsbutton bei dieser Einheit? Diesen Schuhen? Ich bin nicht schlecht. Ich flieg nun mal so. Ich liebe es. Ach, gerade bei diesen Flugzeugeinheiten, die sind die wichtigsten Erkundungseinheiten. Warum fehlt da der Button? Egal, Indien gehört uns. So, und jetzt zu dieser Revanche-Schlacht in Indonesien. Wir kontrollieren 23 von 35, 66%. Und wenn wir das erobern, kontrollieren wir auch ganz Asien. Ja, so schnell kann es gehen, ja. Ist wie Risiko. Bloß kriegen wir dafür leider keine 7 Einheiten dafür. Aber dann hat man Komai ordentlich geschwächt. Nun gut. Bringen wir es hinter uns. Und ich hoffe, wir spawnen wieder nicht so gemein. Ansonsten muss ich meine Angriffs... Route wahrscheinlich anders festlegen. Nee, oder? Kann ich meinen Stift rein? Gesichert und geladen. Mein Gewehr, meine ich. Für Schinken auf Schwarzbrot. Nicht schon wieder. Kann ich erstmal die Hausschuhe ausziehen? Hey, diese Straße ist mit gebrochenen Helden übersät. Geil. Es ist wieder passiert. Aber das Gute ist, unsere Einheiten sind jetzt stärker als beim letzten Mal. Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen. Ja gut, jetzt müssen wir es mit dem beenden, was wir da haben. Warte mal kurz. Erobert dieses Ministerium, das ist besser. Ja, das Gebäude brennt jetzt leider. Feuerstufe 2. Ich hoffe, das lässt... Ja, es lässt nach, okay. Hey, der Preis ist heiß!
gesichert und geladen. Mein Gewehr, meine ich. Naja, ich hätte ja geredet. Oh, das dauert ewig, bis es erobert ist. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Ja gut, aber der Strich geht runter. Es dauert zwar ein bisschen, aber keine Ewigkeit. So, der Flammenpanzer sorgt dafür, dass alles, was hier rauskommt, zerbrutzelt wird. Oh toll! Kann ich das anzünden? Ist da noch was? Wird eingeheizt. Hier wird eingeheizt. Ah, ich bin kein Fan von Rushes. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Ressourcengebiet. Am Rande der Map. Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen. Vor allem, der klopft einfach so in die Luft, ne, und das ist erobern. Ich erobere jetzt China. So, ich habe China erobert. Nein, China kannst du nicht anzünden. Tut mir leid. Hier wird eingeheizt. Okay, hier geht's weiter. Oh, toll! Kann ich das anzünden? Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir hier angreifen. Oder wir warten, bis es erobert ist. Wir greifen an. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Ah ja, da ist es ja schon. By the way, ich glaube, das ist Kobenmais Hauptstadt, ne? Hey, halten wir mal den Grill an. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren. So, hier hat er noch was. Das ist geil. Alles, was da rauskommt, wird sofort verbrannt. Voll in Bereitschaft. Ah, pures Spawn-Camping. Ich lebe! Macht euch bereit, Westen, jetzt komme ich! Oh Gott, was ist das? Ja, gut. Ach, so ein schöner. Es tut mir leid, dass ich so grausam gegen dich vorgehen muss. Hey, der Preis ist heiß. Aber das ist die Rache vom letzten Mal. Hey, heizen wir mal den Grill an. Vor allem, warum haben manche Einheiten keinen Erkundungsbutton? Oh, toll. Kann ich das anfinden? Warum? Ich verstehe es nicht. Es ist doch gar nicht so schwer, jede Einheit einen Erkundungsbutton zu geben. Ist da drüben irgendwas, das ich anzünden kann? Ich meine, das ist Copy-Paste. Hier wird eingeheizt.
Hier wird eingeheizt. Ich speichere mal. Irgendwas sagt mir, ich soll speichern. Und manchmal ist es so wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ist da drüben irgendwas, das ich anzünden kann? Oh, toll! Kann ich das anzünden? Das da ist eine Ziege. Die kannst du gerne anzünden, dann hast du gebratene Ziege. Schmeckt bestimmt ganz gut. irgendwie ist da eine Kaserne. Wir sind Feuer und Flamme für unseren Beruf. Naja, bald gehört das Gebäude uns. Hey, heizen wir mal den Grill. Alte Schriftrollen. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren. Und da ist noch was. Weg mit den Töten. Freiheit für die Marshmallows. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl der inneren Wärme und der äußeren. So, ist es jetzt bald erobert. Oh yeah! Gibt es was Schöneres? Hier wird eingeheizt. Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen. Hier wird eingeheizt. Ist da drüben irgendwas, das ich anzünden kann? Yes, endlich. So, das können wir hier. Gesichert. Falls wir es noch brauchen, uns aufbauen jetzt. Sachen anzuzünden gibt mir ein Gefühl, okay. Dankeschön. Und der äußeren. Alter, dass der Spruch immer noch weitergeht. Okay, ganz Asien gehört nun uns. Ja. Genau, und Komai hat nur noch 2 Provinzen. Und ich würde sagen, jetzt vernichten wir Komai. Also, der greift den hier an. Der hier greift mal das da unten an. Und der greift Australien an. Und der kann eigentlich auch helfen beim Angriff auf Australien. Und was machen wir mit Gorbatschow? Ich glaube, wir warten noch ein bisschen, bis wir Gorbatschow angreifen. Gut, haben wir noch was zu machen? Hier könnte man noch eine Armee ausheben. Die schicken wir dann nach Nordafrika. Verstärken quasi unsere Grenze. Und sonst können wir, glaube ich, nicht mehr machen. Genau, Doppelangriff hier. Da, da. Ja. Also, was haben wir denn da? Warte, was ist hier los? Keine Ahnung, was das ist. Egal, also. 3 Angriffe. 2 auf Komai. Einer ist ein eingeborener Stamm hier im Indischen Ozean. Und was ist das? Ein Spion. Das ist doch ein Spion von Gorbatschow, kann es sein? Aber ich glaube, das wird richtig schwierig hier. Ich meine, der hat hier eine Armee rumstehen, 3 eingeborene Stämme, eine Bürgerwehr. Ich glaube, schwerer geht's noch nicht mehr. Kann es sein? Ja, kann sein. Und hier greift Komai zusammen... hier greift Komai scheinbar Gorbatschow an. Ja, ne? Ansonsten, wir brauchen nur noch 11 Provinzen. Dann haben wir die Welt erobert. Wir kontrollieren fast 70% des Planetens. Dauert nicht mehr lang. Bald sind wir fertig mit diesem Abschnitt des Let's Plays. Ich schätze mal, es dauert noch vielleicht 3-4 Parts. Dann haben wir es durch. Genau, dann verabschiede ich mich wieder für heute und wie gesagt, beim nächsten Mal, wenn wir wieder mit dem Westen spielen, hier 3 Angriffsschlachten, Australien, Indischer Ozean,
und hier mitten im Dschungel von Afrika, der Kongo. Und wenn alles gut läuft, sollten wir Komai vernichtet haben, dann können wir uns voll und ganz auf unseren letzten Gegner konzentrieren. Gorbatschow. Ich weiß gar nicht, in welchem Zeitalter der ist. Also es kann schon sein, dass der technologisch Komai überlegen ist. Das wird dann interessant werden. Nun gut, also ich bin weg. Dann macht's gut, euer Janka. Ciao.